Hab ich einen Durst. Ich brauche was zu trinken. Aber warum ist denn die Flasche so billig? Hey, das ist eine Einwegflasche, was du an diesem Symbol erkennen kannst. Einwegflaschen sind Flaschen, die nur einmal befüllt werden können und haben einen Pfandbetrag von 25 Cent. Vorteilhaft sind die Einwegflaschen wegen ihres Gewichts. Deswegen hat es einen niedrigen Transportgewicht, was zu weniger Energieverbrauch führt. Ein Nachteil an den Einwegflaschen ist, dass sie eine kürzere Mindesthaltbarkeitsdauer haben. Weitere negative Aspekte sind, dass die Kohlensäure nach dem Öffnen der Flasche schneller entweicht und dass die Flasche nicht gasdicht ist. Durch die Sonnenstrahlen ändert sich der Geschmack. Sehr wichtig ist, dass die Einwegflaschen gesundheitliche Schadstoffe beinhalten, wie krebserregende Stoffe. Nein, lass die Finger von den billigen Einwegflaschen und nimm die. An diesem Symbol kannst du sehen, dass es eine Mehrwegflasche ist und sie bestehen aus Plastik und Kunststoff. Mehrwegplastikflaschen können bis zu 25 Mal nach der chemischen Reinigung erneut befüllt werden. Dadurch werden Rohstoffe und Energie gespart. Aus diesem Grund sind sie besser für die Umwelt. Im Gegensatz zu den Einwegflaschen verursachen die Mehrwegplastikflaschen weniger CO2-Emissionen bei der Herstellung. Zwar geht der Geschmack der Getränke irgendwann weg, aber nicht so schnell wie bei den Einwegflaschen. Durch den niedrigen Gewicht ist die Mehrwegplastikflasche leicht zu tragen. Trotz allem können sie nicht heiß abgefüllt werden, da sie bei hohen Temperaturen schrumpfen. Wenn man aus dieser Mehrwegplastikflasche trinkt, merkt man den künstlichen Plastikgeschmack. Dies kommt zustande, wenn Sauerstoff in die Flasche eindringt. Dadurch kommt es zu Geschmacksveränderungen. Nein, 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 nimm die Glasflasche. Mehrwegglasflaschen sind Flaschen, die bis zu 50 Mal nach der chemischen Reinigung erneut befüllt werden können. Der Geschmack in Glasflaschen bleibt neutral, denn es findet kein Austausch zwischen Inhalt und Verpackung statt. Da Glasflaschen aus heimischen Rohstoffen produziert werden, sind sie natürlicher als Plastikflaschen. Dadurch kommt es nicht zu gesundheitlichen Schäden und die Kohlensäure bleibt länger erhalten. Bei der Produktion von Glasflaschen entsteht weniger Müll als bei Plastikflaschen und es werden weniger Ressourcen verbraucht. Was wiederum nicht gut an diesen Glasflaschen sind, dass sie teurer und schwerer sind als die Plastikflaschen. Weitere negative Aspekte sind deren Unbequemlichkeit und Zerbrechlichkeit. Einwegflasche nein, Mehrwegflasche ja, aber wenn mir meine Gesundheit wichtiger ist, dann die Glasflasche, insbesondere weil sie die Umwelt schont. Sie ist zwar teurer und schwerer, aber es lohnt sich.